Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge From Zero to Hero. Der Axel ist auch wie immer mit am Start, ohne ihn geht's nicht. Servus! Und wir sind bei unserer 11. Wahnsinn, unserer 11. Folge. Die Zeit vergeht, oder? Ja, es ist wirklich krass, ne? Es ist schön. Ja gut, die drei Folgen vom Livestream, ne, die haben natürlich reingekickt, so vom Fortschritt her. Das auf jeden Fall. Die einfach so nebenbei liegen lassen, dann wären wir ja jetzt erst bei der 7. dann demnach. Ja. Ne, 8. Keine Ahnung. Man muss natürlich dazu sagen, ne, es macht halt auch definitiv Laune. Ich bin immer noch sehr gehypt. Stimmt, ja. Ist auch immer kacke, wenn die Aufnahme dann vorbei ist, dann ist wieder eine Woche warten. Ja, das stimmt. Oder wir sagen ganz einfach mal, wir nehmen 2 Stunden am Stück auf, aber das wäre leider mit den Kommentaren dann immer sehr suboptimal. Sehr dumm. Könnten wir überhaupt nicht auf eure tollen Kommentare eingehen, wie wir schon letzte Folge gesagt haben, die uns ja von der Anzahl sehr gefallen. Genau. Das ist so aktiv kommentiert. Das ist halt auch immer. Immer schön Kommentar dazu. Ob Lob oder Kritik sei dahingestellt, ne? Könnt ihr alles immer gern reinschreiben. Es wäre nur schön. Aber ich glaube, da haben wir weniger die Probleme, dass ihr halt untereinander auch immer in dem Sinne auf den Ton achtet. Denn wir sind dann schon Vertreter davon, respektvoll miteinander umzugehen, weil wir machen es ja auch. Von daher passt das schon. Ich hatte auch eine kleine Diskussion, weiß ich nicht, Auseinandersetzung, also nicht positiv, dass sich die Leute bei mir in den Kommentaren darüber gezankt haben, so sachlich. Was passiert mit dem Dünger nach einem Düngerauftrag, wenn man diese Sachen zurückgibt? Der übrige Dünger. Da haben viele gesagt, der wird komplett erstattet. Viele haben gesagt, nein, du verlierst das, du musst ausleeren, weil ich habe ja erst, habe ich es ja ausgeleert. So. Dann hat irgendeiner im Livestream gesagt, jo, warum lädst du das aus, kriegst doch eh erstattet. Dann habe ich angefangen, es nicht mehr auszuleeren und dann ging es wieder los, ach du Scheiße, was machst du denn da? Das ganze Geld, du machst Minus. Ja, und dann saß ich natürlich da, was denn nur? Und da ist dann eine Diskussion entflammt, aber so richtig kam man auf kein Ergebnis. Aber genau dasselbe stand bei mir vor etlichen Folgen auch schon drin. Und da muss ich sagen, es ist wirklich so, es ist ratsam, denn ich mache es jetzt auch so, das Ganze auszuleeren. Okay. Denn du zahlst wirklich drauf, weil du kaufst es ja von deinem eigenen, weil du hast ja noch nichts auf Vorrat liegen an einem drum und dran. Siehst du, da kommt mir noch eine Mod-Idee, aber dazu gleich mehr. Du kaufst ja nichts auf, du hast ja nichts auf Vorrat und deswegen musst du es ja immer selber kaufen und da zahlst du immer drauf. Mhm. So, also macht das definitiv schon Sinn. Aber du kannst es natürlich auch, immer drin lassen, Maido, ne? So schlimm ist es nicht. Nee, es ist halt echt schwierig, weil dann hat einer mit Timestamp geschickt, hier guck mal da, der Auftrag hat eigentlich 3000 gegeben oder was weiß ich, ja, beispielsweise jetzt. Aber du hast da am Ende 8 bekommen, das, weil du den restlichen, oder 7, du hast dann den restlichen Dünger zurückbekommen wieder. Okay. Und dann hat wieder einer drunter geschrieben, was auch ein interessanter Ansatz war, nee, das ist der Dünger, den du verbraucht hast. Ja. Mhm. Den kriegst du wieder, also es ist wirklich, da scheiden sich die Geister anscheinend und ich habe sowieso keinen Plan. Ja, müssen wir mal, da können ja die Zuschauer sehr gern mal wirklich jetzt Auge drauf machen, auch zum Beispiel bei mir jetzt. Hab ja gerade hier, bin ja beim Düngen, das kann man ja verraten, ne? Es ist ja kein Geheimnis. Und da müssen wir dann mal schauen. Ne? Wir schauen uns dann mal an, nebenbei, wie viel es geben soll und zwar... Schauen wir gleich mal. Also wir sollen ja so viel bekommen, ne? Also müssen wir dann mal schauen. Geht aber gleich los, ja. So. Okay. Meine Lieben, wir kommen unserem Plan immer näher. Wir haben es bald. Der erste Schritt ist schon fast gemacht. Jung, dann geht's los. Dann starten wir durch. Okay, gerade schon wieder komplett. Was? Wie bitte? Hm? Ich bin halt so ein. Ich bin ein richtiger Holzfäller-Profi sozusagen. Meinst du das jetzt eher negativ oder doch schon ins Positive? Das kommt auf die Betrachtungsweise an. Für dich positiv, für mich negativ. Und das heißt, du kannst es nicht. Ja. Ja, gut, ist ja. Ne, also ein schlauer Mann hat ja mal. Es ist unglaublich, dass ich überhaupt sage. Ein schlauer Mann hat ja mal in einem Livestream gesagt, man muss nicht alles können, nur von jedem ein bisschen was. Ja gut, also liegen tut er, aber wie er halt liegt, also kann ich ein bisschen was.
Ach, du fällst wohl wieder die ganzen Bäume und schnallst die komplett fest? Nein, das wäre ja nicht. Also es muss ja schon ein bisschen verkehrskonform sein, ne? Ja, war es ja bei mir in der Einfolge auch. Ja, mit einem Rambock da oben drauf. Das war ja schön verkehrskonform. Das war So. verkehrsgefährdend, war das. Ach naja, aber unser Lieblingspolizist war doch nicht da, von daher geht das doch. Da kannst du froh sein, der hat dich lebenslang hinter Gitter gesetzt. So, gut, meine Lieben, das ist jetzt voll. Dann werden wir natürlich erstmal wieder an Ort und Stelle fahren. Dann erstmal, wir machen es ja jetzt mal mit ausladen. Und dann schauen wir mal, was uns das Ganze bringt, beziehungsweise vielleicht auch nicht bringt. Da müssen wir halt mal schauen. So. Ich denke mal, wenn du sagst, gut, meine Lieben, dass du das so beenden willst. Nö, 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 nö. Das wäre ja jetzt viel zu früh. Da haben ja unsere Zuschauer gar nichts von dem schönen, von der schönen Challenge hier. So, bei mir ist gerade ein Rabe abgeschmiert. Auch nicht schlecht. So, Junge, wärmer. Alter. Laden wir das Ganze mal aus. Ja, genau. Wunderbar. So, jetzt schauen wir mal. Wir hatten ja so, ja, hier. Ach nee, wartet mal. Wir hatten, genau. Drei. Stimmt, wir waren auf dem. Okay, ja gut, das ist ja nicht so wild. So, schließen wir ab. Wunderbar. Der ist natürlich. Der ist natürlich. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Junge, wo ist das? Alter. Hast du das gekauft? Ah, nee, 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 nee. Okay. Ja, wie machen wir das? Na ja, gut, wir machen es so. Wir haben ja logischerweise, ne? Ja. Da habt ihr wirklich, das sind wirklich sehr, sehr gute Tipps von euch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten hätte ich jetzt definitiv wieder drauf gezahlt. So, fahren wir jetzt mal ganz kurz mit Tastatur hier in dem engen Gefinsel hier. Und dann nehmen wir wieder unser schönes Lenkrad dazu. So. Meine Lieben, es ist ja nun, ihr seht die Folge zum Mittwoch. Das heißt, es ist schon wieder Bergfest. Die Woche ist schon wieder fast vorbei. Gott sei Dank. In meinem Fall nicht, weil da ist meine letzte Woche Elternzeit fast endgültig gelaufen. Ach, ist dann schon wieder? Ja, sind die 4 Wochen schon wieder rum. Uah, da ich glaube, jetzt habe ich das kleine Mäuschen schon mal gehört. Kann sein, ja. Ja. Ach, ist das schön, das erinnert mich so. Ha, das erinnert mich an Ja, ist auch früher. schön. Das erinnert mich an früher. Das waren noch Zeiten, Junge. Was, das ist Schreien und keine Ahnung, was du von mir willst oder was? Sind das tolle Zeiten, ne? Naja, es ist halt schön. Also, man muss dazu sagen, wenn du nicht viel Schlaf hast, dann stellt man sich Besseres vor. Da muss man einfach mal so ehrlich sein. Jeder, der ein Kind hat, ob groß, ob klein, der wird sich an diese Zeit erinnern. Und ich denke mal, wird uns da auch irgendwo recht geben. Denn das Schlimmste ist ja, sage ich mal, was gerade bei Säuglingen ist, wenn die rumquäken und allem drum und dran. Und du weißt einfach nicht, was sie haben. Ne? So. Weil du willst ja irgendwo helfen und tun und machen. Aber du kannst es ja nicht, weil du es nicht weißt. Und das ist ja immer so ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen. Aber es gibt halt auch immer Momente, wo die Kleinen dich dann halt angucken mit ihren kleinen Knappohren. Und dann ist ja die Welt wieder vollkommen in Ordnung, weißt du? Das ist halt schön. So, meine Lieben, bald ist es soweit. Wenn wir den Auftrag noch durchknallen, müssen wir mal sehen, dann müsste es sich ausgehen und dann können wir nämlich mit dem anderen weitermachen. Ihr seid logischerweise definitiv drauf gespannt, was es ist, ne? Aber ich müde mich mit Absicht nicht, denn ihr wisst ja, wir nehmen die Folgen am Stück auf. Und wenn ich mich jetzt muten würde und euch meinen Plan verraten würde, da höre ich nämlich auch auf einen sehr schlauen Kommentar von euch, dann würden nämlich Mailos Scharen, ne, diese kleinen,
blitzelnden Augen, die da immer so gucken und tun und machen, würden dann nämlich gleich wieder zum Milo rennen und würden schreiben, der Axel macht das und das. Stimmt's, das oder habe ich auch an deinen Handlungen. Ja, die sehen, dass ich hier gerade wieder mit dem Düngerstreuer losfahre. Kann ich hier nicht weiter drehen? Kann das sein? Ah, das ist so. Scheiße. Ja gut, dann muss ich das gleich anders machen. Also du kannst mit dem Anhänger kannst du nicht nach vorn drehen mit dem Arm. Naja, ein Stück halt, aber nicht gewalt genug. Wie gesagt, ich gebe dir gerne einen Tipp, 500 Euro. Nee, hey, danke. Ah, seht ihr? Achso, wir müssen vielleicht noch erwähnen, wir haben die Zeit vergessen. Ja, stimmt, haben wir in der letzten Folge. Wir haben dann einfach ein bisschen früher schon angefangen, bevor wir angefangen haben mit Aufnahme, die 5 laufen zu lassen. Dass das sich wieder ein bisschen ausgleicht. Genau, deswegen müssen wir halt immer mal ein bisschen drauf achten auf die Zeit. Und dann passt das schon. Sonst kriegt der Excel keine neuen Aufträge mehr. Das wäre ja schade. Ja, das wäre wirklich, ne? Das wäre ja wirklich wieder definitiv eine Benachteiligung, ne? No. Und wie gesagt, ne, war ja, ich weiß gar nicht mehr, aber am Anfang war es ja auch so, dass ich da irgendwo eine Benachteiligung hatte. Ich weiß bloß nicht mehr genau, was das vorhin war. Aber sei es dahingestellt, ne? Also das selbst das bremst uns ja nicht ein in unserem Vorhaben. Und da kommt ein LKW, da könnte uns vielleicht ein bisschen einbremsen. Aber, ne, ihr wisst ja, es ist alles zu schaffen, man muss nur an sich glauben. Ne? Das ist so ein Lebensmodell, das kann sich wirklich jeder so einmal hinter die Ohren schreiben, würde ich fast sagen. Aber wisst ihr nicht, wie ist denn das bei dir, Milo? Machst du auch, Alter, der schiebt. Was? Hast du früher auch so dich so ein bisschen selbst motiviert, sag ich mal, so schulzeitmäßig? Und wenn irgendwie eine LK oder eine Arbeit anstand oder eine Hausarbeit oder wisst ihr gar nicht was? Ja, viel Gewinn und Mutter Lücke, ne? Null. Nee, also ich war echt faul. Also ich war gut, aber ich war halt trotzdem faul. Ich hätte besser sein können. Ich war immer so der so, also 4 hat schon wehgetan so im Kopf so ein bisschen. Wollte ich eigentlich nie haben, aber 3 war jo, passt. Okay. Und 2 war geil. Ja. Und 1 war verrückt. Verrücktes Ding, wie ist denn das passiert? So, ja, genau, so ungefähr. wieder alles richtig gemacht. Hast du kaum gelernt und 2 oder so. Das war halt einfach irgendwie das geilere Gefühl, als diese ganzen Menschen so, ich habe wieder nur eine 1 mit einem Punkt weniger. Aber da hatten wir ja auch, also, da muss ich ja sagen, ne, da hatten wir ja auch. Das waren ja dann bei uns eher so die Mädels. Ja, die Mädels, diese super, ja, weißt du, und am Ende verdienen sie trotzdem weniger. Was nicht immer, also es ist ja wirklich eigentlich traurig, dass es immer noch so ist, dass die Frauen teilweise den gleichen Job machen wie die Männer und trotzdem weniger verdienen. Das muss man an der Stelle halt auch einfach mal sagen, ne? Das ist, weil Frauen sind. Also das hätte in dem Zeitalter eigentlich nicht mehr sein dürfen oder dürfte eigentlich nicht mehr sein. Das ist wohl wahr. Da müssen wir wirklich sagen, dass, wie du schon erwähnt hast, dass es das immer noch so gibt. Ja. Es ist schon ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Ne? Das hält also Gleichberechtigung. Oder Ost-West. Ja, das ist genau so ein Thema, aber das kriegst du aus den Köpfen nicht raus. Ich will ja wieder nach Hause, theoretisch, meine Frau ja auch. Ja. Aber, Alter, mit meinem Job im Osten, Alter, ich verdiene halt schon ein ganzes Stück weniger Geld, ja. Aber es ist halt so, ne, das kriegst du aus den Köpfen nicht raus und das kriegst du halt auch, aus den einzelnen Bundesländern nicht raus, ne. So, da kannst du auch reden wie ihr Buch. Aber ich sage halt immer wieder, viele kleine Stimmen erreichen nicht viel. Viele kleine Stimmen zusammen erreichen eine Menge. Ja. Weißt du? Das ist halt immer so ein Ding. Ja. Weil du siehst, was die Bauern machen, einem drum und dran. Das ist ja schön, also das ist, also da würde ich mich ja schämen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, als Regierung, weil früher wurden die Bauern mehr geschätzt als heute, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist halt wirklich. Ja, kriegst du halt als YouTuber und Influencer das Geld, was die Bauern verdienen würden. Ja, aber guck mal, es ist doch wirklich, ohne die Bauern hätten wir da was zu essen, hätten wir da Brot und Gemüse und das Ganze, ich glaube nicht. Keiner. Was da? So. Es gibt ja Leute in der Stadt, gerade Kinder, würde ich mal sagen, und Jugendliche, die glauben, dass die Milka-Kuh wirklich lila ist. Ja. Ja, da gibt es definitiv, glaube ich, sofort. Auch
allein dieses Wissen, was so in den Städten teilweise fehlt, ist einfach nur erschreckend. Ja, gefährliches Halbwissen, sage ich da immer. Ja, die wissen gar nicht, wo ihr Essen herkommt. So, ich meine, klar, es gibt halt, man muss halt auch immer sehen, so eine Massentierhaltung, allem drum und dran, das muss nun nicht sein, okay, ne, da gehe ich konform. Aber das beste Beispiel ist ja, guck mal, es ist aber auch so ein Dauerthema, wo ich glaube auch, könnt ihr, die Zuschauer könnt ihr auch sehr gerne mal in die Kommentare dazu schreiben, denn ich glaube, da gehen die Meinungen doch schon sehr weit auseinander, was zum Beispiel, ist mein Lieblingsthema, die Milchpreise. Na, also das ist ja ein Witz. Ist einfach nur noch ein Witz. Habe ich ein Problem. Warum, was hast du gemacht? Brauchst du Hilfe? Nee, aber ich habe halt jetzt meinen Anhänger vollgeladen mit dem Holz drauf. Ja. Ja, der ist halt jetzt sackenschwer. Uha. Es ist halt echt schwer zu in dem Hang hier zu manövrieren, sag ich mal. Ne? Zu fahren? Ah, ja gut, das könnte. Das heißt quasi, ich hätte eigentlich erst den Schwarzen aufladen müssen. Tja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, diese ganze Geschichte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das. Weiß es nicht, ob es generell eine gute Idee war mit dem Gespann. Da zweifle ich gerade ein bisschen dran. Und an meine Zuschauer, ihr könnt mir natürlich auch gerne mal. Schaut ruhig mal bei Milo vorbei und dann kommt bei mir wieder hin und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was deine Milo so treibt. Das ist nicht wirklich sehenswert, tatsächlich. Wie er sich so anstellt, wie er sich so abkämpft im Wald. Ja, so. Es hätte halt auch einfach mal ein gratis Waldstück sein können, dass er da einiges erleichtert. Ja, nee, es wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre ja zu einfach. So, wir müssten hier auch gleich durch sein, jawohl. Probier jetzt nochmal das, probiere ich jetzt noch einmal. Einfach gerade, habt ihr ja gesagt. Dann schauen wir mal, ob das klappt, einfach gerade. So, wunderbar, das hat gepasst. Ah ne, wir werden erstmal wieder reinfahren, ne? Aufpassen, nachdenken, ja, nicht gleich wieder alles rausblabbern. Das brauchen wir nämlich noch. So. Ab geht die wilde Luzi. Und zackisch. Aber hast du schon gehört, ne? Hab ich heute in den Nachrichten mitbekommen, gegen Wochenende sollen wieder knackige 35 Grad werden. Okay. 35 ist natürlich auch angenehm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sind so die Temperaturen, wo ich mich eigentlich auch wohlfühle. Ah, ja. Weißt du, so 35 Grad im Schatten ist schon was Schönes. So wie es heute bei uns ist hier, so nass und so grau und das ist absolut nicht mein Wetter. Einfach gerade, sagt er. So, was machst du denn? Bist du immer noch beim Laden? Ja. Also wie gesagt, Milo, ne? Also für 500 bis 1000 helfe ich dir auch gerne. Scheiße. Also jetzt gemacht, bist du umgekippt? Ah, ich glaube, er ist umgekippt, Leute. Nein, ich habe. Ach Gott, das war so. Wäre das ein Livestream, hätte man das jetzt klippen müssen. Ja, unser kleiner Halsfäller. Heißt die Wandern, ey. So. Unfassbar. Bin ich mal gespannt, ob sich das ausgeht jetzt. Bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. So. Wir haben es gleich. Wir haben noch ein bisschen Zeit bei der Folge, deswegen können wir da auch gleich gucken. Und vielleicht schaffen wir es dann sogar in der dritten Folge, das dann anzugehen. Das wäre natürlich definitiv von Vorteil. Ja, vielleicht schaffen wir es auch in der dritten Folge, unseren Plan anzugehen. So, ja, der Milo hat natürlich wahrscheinlich fast denselben Plan. Ist das so? So wie ich ihn einschätze. Brauchst du ja dann gar nicht verheimlichen. So wie ich ihn einschätze. Na, mal gucken. So, stellen wir den erstmal her, dann packen wir das erstmal aus. Also das war doch eine schöne Szene, Zuschauer, oder? So schön akkurat hier angepeilt. Zack. Soll ich es dir sagen, Exe?
Du darfst ja meine Folge nicht gucken und da es nicht wirklich kriegsentscheidend ist, kann ich es sehr gerne sagen. Meine lieben Zuschauer haben mir geraten, weil ich ja so ein Baumschnittprofi bin, Digga, schneid doch die Scheiße einfach gerade durch, dann fällt die auch gerade hin. Ja. So, dann habe ich wieder meinen Anhänger total mühsam da ausgerichtet. Ja. Und habe gesagt, gut, jetzt gerade durchschneiden und mein Anhänger stande geradeaus und der scheiß Baum ist einfach links weggefallen. Also komplett in eine andere Richtung. Ja, es gibt da so einen kleinen Trick, wie die Bäume am besten fallen. Aber wie gesagt, den kannst du gern für 500 bis 1000 Euro verraten. Jo, wahrscheinlich. Aber Milo, wir sind schon etwas über der Zeit. Ich glaube, du hast uns was zu erzählen. Warte, jetzt will ich aber den Stock auch noch hier drauflegen. Da. Jo, nimm den Stock aber raus. Ich kann dabei schon erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, unsere Twitch-Kanäle sind in der Videobeschreibung jetzt verlinkt. Falls wir wieder mal twitchen, dass ihr uns leichter findet. Und schaut beim nächsten Mal vorbei, schaut beim Excel vorbei. Lasst bei ihm auch einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Ein Abo auch gerne, falls das noch nicht passiert ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.